Kopfstein kannst du ja auch sein, ein aktualisierter liegt am Tisch. Ja, das ist unserer. Während Christian sich mit Einweghandschuhen bereits auf den Einsatz mit dem Alkoholisierten vorbereitet, plagen Karin noch andere Sorgen. Ich habe eine Falte im Socken immer im noch. Socken. Im Socken? Ah, ich habe das Socken nicht im verstanden. Socken. Im Hirn habe ich auch eine. Überall habe ich Falten, aber im Socken, da stört es mich gerade. Ist unangenehm, gell? Im Socken, Falten, das kann ich überhaupt nichts. Da muss ich dran arbeiten jetzt dann gleich nachher. Willst du meinen Socken jetzt untersuchen? Ja, ich mache jetzt die Sockenoperation. Schwester Tupfer. Schwester Socken. Schwester braucht neue Socken. Ja. Die müssen wir abschneiden. Ein Autofahrer hat die Polizei verständigt, weil er angeblich eine reglose Person auf dem Gehsteig liegen gesehen hat. Und das am frühen Nachmittag. Gott. Der Mann ist bei Bewusstsein. Ich bin vorbeigefahren, habe ihm da liegen gesehen. Ja. Das sind ein paar Leute, denken, das muss man anrufen. Auf alle Fälle, ja. Ja. Ah, ist aber eh da. Ja, passt. Setzen Sie ihn einmal auf. Ha? Na, setzen Sie ihn einmal auf. Tut Ihnen was weh. Ha? Okay, na, dann soll ich helfen. Soll ich helfen? Oder probieren Sie einmal? Passt, ja, danke schön. Gell? Danke, wiederschauen. Warte, ich helfe Ihnen einen Moment. Gleich. Komm her. Ho. Ruck. Fest andrucken. So, jetzt sitzen wir mal her da. Also. Mach schön, mach schön. Ja, also was ist denn passiert heute? Ja, haben wir stabilisiert. Ja, genau. Was ist denn passiert? Ah, na, das ist eine lange Geschichte. Ha? Ja. Das ist schön, ja. Da pass auf, schau das Handy, dass man es nicht verliert. Was? Was ist ein bisschen zu viel Bier heute gewesen? Wir haben einen Einsatz bekommen wegen einem Reglosen am Gehsteig. Er dürfte offenbar zu viel ein bisschen Alkohol getrunken haben. Jetzt klären wir ab, ob wir eine Rettung brauchen oder ob es ohne geht. Wo wohnen Sie denn, Herr? In Wien. Na wo? Wir sind ja in Wien. Straße. 16, 16. Na, da sind wir. Straße? Wie heißt die Straße? Kannst du das meine Nebentür sagen? Hast du ein bisschen zu viel getrunken heute, oder? Geh, geben Sie mir mal einen Ausweis, Herr. 246. Aha. Aber hast du einen Ausweis mit? Ha? Schau mal, wo ist denn der? Geben Sie mir mal einen Ausweis her. Morgen, ich hätte ja einen Pass. Ich wollte Sie fragen. Ja, was wollten Sie mich fragen? Das hört sich so mehr. Sehr gut, na, wenn dann Sie alles haben, mal her, da. Dann zeigen Sie ja. Zeigen Sie mal da. Ich sehe es ja schon, schau. Habt schon eine Minute. Ja, okay, passt. Ich helfe ein bisschen mit, dann geht es schneller, schau. Habe ich schon alles da. Hups. Also wie viele Handys haben Sie einstecken? Lottoschein, das wichtig, das muss man. Was? Vom Konsulat. Vom Konsulat. Warte, ich steck's wieder rein, ja, nicht, dass nicht was verloren geht. Weil da ist der Sechser, glaube ich, drauf. Weil da ist der Sechser drauf. Hans, wie wollen Sie heute heimkommen, ha? Ja, ich nein, Sie müssen mir sagen, wo Sie wohnen. Ich wollte es helfen mit dir. Also, nein, wir brauchen es nicht helfen, ich kann Ihnen helfen vielleicht. Aber wir brauchen es nicht, müssen nicht mehr zum Helfen. Warum nicht? Naja, was soll ich noch sagen? Wissen Sie, probieren Sie? Wollen Sie nicht einmal probieren? Bitte, ja? Bitte, na, dann komm her. Das wird aber, glaube ich, nichts. Nein, mit den Füßen müssen wir schon arbeiten, ein bisschen. Nein, ich werde jetzt einmal schauen, ob wir eine Adresse rausfinden von ihm. Und dann werden wir mal überlegen, was wir zwei machen, wie wir dort hinkommen. Ne? Vielleicht, wenn er jetzt da schon 15 Minuten. Da gelegen ist, vielleicht wird es dann besser. Vielleicht schaffen wir es dann in 5 Minuten, dass wir zu Fuß heimgehen. Mal schauen. Wenn nicht, dann müssen wir sowieso die Rettung holen. Christian überprüft das Melderegister, um die Wohnadresse des gebürtigen Ungarn herauszufinden. Kommen Sie von der Arbeit gerade, oder wie? Ich bin arbeitslos. Sie sind arbeitslos, aber Sie haben ein Arbeitsgewand an. Was heißt, Sie sind arbeitslos? Tun Sie Schwarzarbeiten, oder was? Schwarzarbeiten, oder was? Elektriker, ja, das weiß ich eh schon, ja. Tun Sie Schwarzarbeiten, oder was? Aufpassen, gell, ich bin von der Polizei. Da? Wann habe ich gesagt, Schwarzarbeiten? Nein, Sie haben gesagt, Sie arbeiten gar nicht. Also machen Sie Schwarzarbeit, oder was? Ich kann nicht sagen, na, okay, gut. Dann holen wir die Rettung, gell? Die wird ihn alles wegbringen, weil selber schaffen wir es nicht mehr. Ha? Selber schaffen wir es nicht. Mein Liebling. Schön warten, da, ich komme gleich wieder. Ich habe jetzt nachgeschaut bei uns im iPad und habe eine Meldeanfrage gemacht. Und der Herr wohnt im 18. Bezirk.
Das heißt, zu Fuß wird er das heute nicht mehr schaffen. Jetzt da, werden wir mal die Rettung verständigen, weil der Herr nicht mehr in der Lage ist, aus eigenem zu stehen. Und ich nehme an, dass er ihn wieder ins Spital verbringen wird. Machst du auch eine? Mach ich einen Alkoholtest? Nein, sicher, ich brauche keinen Test. Nein, keine Frage. Also, ob ich auch eins trinken will? Ja, die Dosen hat er noch. Ja, nein, er hat noch eine zweite. Ah, noch eine? Ja, da könnten wir ausstessen miteinander. Grundsätzlich ist jetzt da die Kommunikation mit jetzt so Betrunkenen entweder sehr einfach, weil sie gar nichts mehr sagen und nur liegen. Das macht das Ganze natürlich einfacher. Wenn jetzt da doch noch ein bisschen Leben in einer ist, ist es dann oft schon ein bisschen schwer, weil sie dann doch uneinsichtig sind, doch noch glauben, sie müssen jetzt aufstehen, müssen nach Hause gehen, natürlich kein Schritt mehr weit kommen. Manchmal schwankt es ein bisschen ins Aggressive, ein anderes Mal schwankt es ein bisschen in fast schon Verbrüderung, wenn man jetzt angeboten bekommt, dass man was mittrinkt oder irgendwas. Und natürlich versucht man das wie immer mit einem gewissen Schmäh zu machen. Tun Sie mal das Geldbeutel einstecken. Das kommt sicher eine Rolle auch wohl, sagen wir doch, dass eine Rolle vorwärts kommt. Du machst mir Sorgen. Ja, so tun wir nicht weiter. Da bleiben wir schön nieder sitzen. Ja, schön nieder sitzen da. Schließlich trifft die verständigte Rettung ein und bringt den Alkoholisierten ins Spital. Die zuständige Stelle, in dem Fall die Rettung, hat das übernommen. Somit enden auch für uns der Auftrag und die Befugnisse nach dem Sicherheitspolizeigesetz. Und letztendlich war es dann eine Eintragung im Tagesbericht und ansonsten hat es keine weiteren Konsequenzen oder Folgen. Maximal, dass er vielleicht dann von der Wiener Rettung irgendeine Rechnung oder was bekommt. Aber das entzieht sich meiner Kenntnis. Das Otterkringer Polizeiduo setzt die Streife durch den Bezirk fort. Ein Lenker erweckt das Interesse von Karin. Der fährt mit der Eib und an den Hand. Denke, bitte machen wir einmal ein Blaulichter. Der Autofahrer hat eine Gipshand, wodurch fraglich ist, ob er sein Fahrzeug verkehrssicher lenken kann. Karin und Christian gehen der Sache auf den Grund. Wenn man eine Verletzung hat irgendwo und das beeinträchtigt beim Lenken vom Fahrzeug, dann ist es natürlich nicht erlaubt, weil das die Verkehrssicherheit gefährdet. Und wir werden das jetzt einmal abklären. Der Christian telefoniert jetzt gerade mit dem Amtsarzt. Dann werden wir mal weiterschauen, ob wir den Herrn vorführen müssen oder nicht, dass sich der das einmal anschaut. Passt, ja? Ja. Und die erste Hilfe sehe ich. An der 3 kam es auch. Ja. Haben Sie vom Spital irgendetwas mit, einen Befund oder so? Haben Sie nicht? Zu Hause haben Sie das, okay. Und zu Hause ist im 21. Ja. Bezirk. Wo sind Sie denn jetzt hingefahren mit dem Auto? Ich war einkaufen, da war ich. Na, einkaufen? Ja. Ja. Was, da fahren Sie so weit? Da wohnen Sie im 21. Bezirk, da fahren Sie so mit der Kappe. Von Arbeit. Aha, na gut, das werden wir erst zeigen, ob wir das machen können. Weil ich glaube nicht, dass Sie da noch fahren können. Oh, ja. Das Handgelenk können Sie nicht bewegen, gell? Oh, ja. Nein, nicht. Okay. Na, können Sie nicht, okay. Und wie weit geht das rauf? Da bist du. Okay, gut. Ja, ich habe 30 Jahre versaut. Naja, aber nicht mit. Aber naja, Sie sollen nicht langsam fahren, sondern Sie sollen so fahren, wie es. Ja. Aber es ist so, wissen Sie, Sie können ja auch das Handgelenk nicht bewegen. Ja? Das ist aber notwendig zum Lenken. Ob der Lenker durch den Gips beeinträchtigt ist, entscheidet der Amtsarzt. Während Christian das Auto des Mannes parkt, bringt Karin ihn auf die nächstgelegene Polizeiinspektion. Dort findet die Untersuchung statt. Es kommt schon öfter vor, dass da Leute glauben, sie können da mit allerhand Einschränkungen irgendwie ein Fahrzeug lenken. Das ist natürlich möglich, wenn das Fahrzeug entsprechend ausgestattet ist. Nicht? Also wenn ich da jetzt ein Automatikfahrzeug habe und ich brauche den linken Fuß nicht, wird es jetzt dann nicht tragisch sein. Aber es ist halt, wenn ich ein Lenkrad halten muss mit einer Hand und die Hand funktioniert nicht, na, dann wird es problematisch. Die Untersuchung hat es ergeben, dass der Herr nicht beeinträchtigt ist, das heißt, er darf weiterfahren, das heißt, es ist vom Amtsarzt festgestellt worden, dass die körperlichen Voraussetzungen für das Lenken eines Fahrzeuges ohne Probleme gegeben sind. Zurück im Streifenwagen bemerkt das Otterkringer Polizeiduo einen Lenker, der mitten auf der Straße anhält und mit einem Passanten redet.
Aufgrund der Körpersprache des Mannes vermuten sie, dass es wohl keine freundliche Unterhaltung war, und forschen nach. Gerade, und schau, das geht an und dann kommt zu mir und schreit bei mir. Das ist normal. Ich habe kein Wort verstanden. Fahre gerade, der Wort soll gerade gehen und kommt zu mir und schreit bei mir. Das warum macht er das? Versteht das? Wer weiß, keine Ahnung, wer ist er? Versteht das nicht? Und was machen Sie jetzt? Ich fahre gerade. Aha. Na dann. Jetzt drehe ich um und frage den anderen, schreib sicherheitshalber das Kennzeichen einmal auf. Mit der Erklärung des Autofahrers geben sich Karin und Christian noch nicht zufrieden. Sie wollen wissen, was der Passant zu sagen hat. Abgesehen davon behält Karin natürlich auch das restliche Verkehrsgeschehen im Auge. Das ist eine Sperrfläche, wo sie fahren. Ja. Ja, ich weiß es wenigstens. Ja. Wo sind sie? Da sind sie. Da sind sie. Was war denn mit dem? Ich war auf der Straße und er hat mir fast reingefahren. Ich sag, langsam, weißt du? Ja. Das ist jetzt immer, das ist diese Markierung, so langsam. Also, da, also vorne, oder was? Vorne, ja, ja. Gerade hier. Ja. Ah, okay. Ich sag, langsam wie vor, sag ich, ne? Ja. Ich sag, was ist? Ich sag, ja, komm, fahr weiter. Ich, ja, ich will keinen Stress, ich heute so weiter gehen, haben, ja, die Schnauze ja voll, weißt du? Ja. Dann war er wieder mit Teppeling, was hat er geredet. Ich sag, er begann auf Albanisch zu reden, das, ja, mit mir. Ja. Wie geht's euch, was? Ja. Ja. Weil wir haben uns das Kennzeichen und alles aufgeschrieben, gell? Also das war jetzt da nicht das Problem. Nur, okay, gesehen haben wir es nicht. Da braucht man den nur einen Namen, na, und alles aufschreiben. Ja, nichts. Nichts? Okay. Okay. Na, passt. Der wollte noch stehen bleiben, hab ich gesehen. Mhm. Ja, ja. Na, passt. Alles klar. Passt gut. Wiederschauen. Kaum ist die Sache geklärt, erreicht die Polizisten die Meldung von einem Diebstahl, der soeben passiert ist. Sofort nehmen sie die Fahndung auf. Wir haben da einen Aufforderer, der ist gerade bestohlen worden von einem Trickdieb. Der hat ihm offenbar auch gefragt nach einem Weg und hat eine Landkarte in der Hand gehabt. Und unter der Landkarte dürfte er dann ins Taschel reingefasst haben und das Geld rausgestohlen. Was macht er? Und jetzt da haben wir gerade eine Personenbeschreibung von dem Täter eingeholt. Jetzt machen wir mal eine Runde und schauen, ob er da noch irgendwo ist. Und dann werden wir im Anschluss das aufnehmen, direkt bei dem Herrn. Der Dieb hat 2000 Euro erbeutet. Laut dem Opfer handelt es sich um einen Mann mit dunkler Kleidung und Kappe. Plötzlich entdecken Karin und Christian einen Passanten, auf den die Beschreibung zutrifft. Der Mann wird angehalten und stimmt einer Durchsuchung zu. Wo kommen Sie denn gerade her? Bitte? Wo kommen Sie denn gerade her? Von Einkaufen. Ach so, einkaufen, ja. Darf ich da nur mal reinschauen ins Taschen? Ja, ja. Ja. Danke. Haben Sie einen Stadtplan vielleicht mit? Bitte? Haben Sie einen Plan mit? Na, einen Plan braucht er. Die. Na. Okay, gut, passt. Ich bin schon da 40 Jahre. Ja, schon, aber wir suchen einen Mann, ja, der hat so eine graue Kappe auf und schaut so aus wie Sie. Ja, ja, und deswegen habe ich, ja, und deswegen halt mal. Und der hat aber so einen Stadtplan mit. Haben Sie keinen Stadtplan mit? Ja. Nein. Gut, okay, na, dann passt. Die Beschreibung, die wir vorher bekommen haben von unserem Opfer, hätte es auf den Herrn gepasst. Und darum haben wir ihn jetzt einmal kurz gefragt, wo er herkommt. Und, aber es dürfte sich nicht um den Gesuchten handeln. Ich bin schon lang her. Na ja, das heißt ja nichts, gell? Ich bin ja auch schon lang hier. Schon Wienerin, ich schon lang. Passt, super. Gut, okay. 40 Jahre, ich schon gearbeitet. Danke vielmals, danke. Baba, wiederschauen. Da die Beamten keine weitere verdächtige Person ausfindig machen können, besuchen sie das Diebstahlopfer, um Näheres über die Tat zu erfahren. Der Pensionist wurde direkt vor seiner Haustür bestohlen. Wir gehen jetzt einmal von einem Bankanschluss direkt aus. Der Herr war unmittelbar vorher in der Bank und hat beim Schalter das Bargeld behoben, das ihm dann später gestohlen wurde. Wurde dann hier angesprochen mit einem Trick, dass er ihm am Plan etwas zeigt, und diese paar Sekunden, wo der Herr dann konzentriert war, ihm das zu erklären am Plan, dürfte er wahrscheinlich dieses Kuvert mit Bargeld dem Opfer gestohlen haben. Also ich denke mal, dass, so wie es oft ist, die Täter die älteren Leute schon bei der Bank aufnehmen, schauen, ob die abheben, sie dann bis nach Hause verfolgen und dann in irgendeiner Art und Weise dann ihnen das Geld wegnehmen. Sei es jetzt da entweder wie in diesem Fall durch einen Trickdiebstahl oder im schlimmeren Fall durch einen Raub.
Karin und Kfz, das ist eine ganz spezielle Verbindung. Wieder einmal bemerkt sie ein auffälliges Auto. Wie kommt man das sehr komisch vor, da schau. Ich glaube, ich muss den aufhalten da hinten. Den. Gesagt, getan. Und wieder einmal behält Karin recht. Denn bei dem Fahrzeug mit tschechischem Kennzeichen fehlen die Plaketten. Und auch das Äußere lässt zu wünschen übrig. Wo sind die Plaketten am Kennzeichen? Wo haben Sie die Plaketten am Kennzeichen? Ist abgemeldet, oder was, das Auto? Das Auto wurde aufgehalten wegen seinem doch sehr desolaten Äußeren. Es fehlen hinten die Plaketten auf den Kennzeichentafeln. Es fehlt das internationale Unterscheidungskennzeichen. Die Beleuchtungseinrichtungen links hinten sind kaputt. Und die rechtere hintere Heckscheibe ist abgebiegt. Und das ganze Auto an sich macht ein bisschen einen schon sehr gebrauchten Eindruck. Und das werden wir uns jetzt einmal anschauen. Können Sie mir helfen? Aber was ist da passiert? Das ist eine Überprüfung vom Auto. Ja. Ja, aber das ist ja ganz kaputt. Wo ist das? Ist aber dann nicht gemacht. Mir waren die Kennzeichen schon bekannt. Es war mir bewusst, dass das alte tschechische Kennzeichen sind. Die müssen also Kontrollmarken oben haben, die für die technische Überprüfung so in der Art wie bei uns die Begutachtungsplakette, die waren nicht oben. Das Fahrzeug hat optisch nicht einen besonders guten Eindruck gemacht und darum war das klar, das müssen wir kontrollieren. Die Polizisten bringen das desolate Auto deshalb zur Landesfahrzeugprüfstelle im 11. Bezirk. Dort wird sich herausstellen, ob das Fahrzeug überhaupt noch verkehrstauglich ist. Wir sind da jetzt bei der MA46 und da wird das Fahrzeug jetzt überprüft. Die schauen sich das genau an, wie man sieht. Die haben da komplett ausgestattete Werkstatt. Die können das alles anschauen, von unten, von oben, von überall. Das Ärgste, was dem Lenker jetzt passieren kann, ist, dass jetzt der Ingenieur feststellt, dass das Fahrzeug nicht mehr verkehrs- und betriebssicher ist und die Kennzeichen werden abgenommen. Und dann darf er nicht mehr weiterfahren, bis er den Schaden behoben hat. Es wird eng für den Lenker. Die technische Überprüfung kommt schließlich zu einem erschreckenden Ergebnis. Die Bremsleitung ist völlig defekt. Es besteht Gefahr im Verzug. Rostige Bremsleitung? Rostige Bremsleitung, okay. Rausgegangen. Jetzt hat er mehr Bremsflüssigkeit am Boden in der Krümmschuhe als in der Leitung. Ich habe gerade gesehen, es tröpfelt das wie, ja. Das ist genau, wie es interessanterweise drin war. Hast du auf einmal gesehen bei der Bremsprüfung im Hinterrad, sie geht zwar gleichmäßig, aber auf einmal ist es abgesagt. Ja. Das war überhaupt ein Wahnsinnsglück für den Lenker und die Personen, die da im Fahrzeug waren, weil während der Prüfung, schon beim ersten Bremsen, ist auf einmal diese schon ganz arg poröse Bremsleitung gerissen an einer kleinen Stelle und die Bremsflüssigkeit ist abgelaufen. Das heißt, wenn ihm das draußen auf der Straße passiert war, das war Wahnsinn, da war ganz sicher ein Unfall passiert, wenn der einmal in die Bremsen steigt, die Bremsflüssigkeit läuft aus und dann war das noch rechts weggezogen, das Fahrzeug, oder in ein anderes Fahrzeug rein. Der Lenker muss die Kennzeichen an Ort und Stelle abnehmen und darf nicht mehr weiterfahren. Schwere technische Mängel können mit einer Strafe von bis zu 5.000 Euro geahndet werden. Es ist so, dass der jetzt den Schaden beheben muss und dann muss er sich wieder einen Termin machen, dann wird das nochmal überprüft, ob das alles behoben ist. Und dann kann er aufs Verkehrsamt gehen, anfordern, dass er die Kennzeichen wieder zurückbekommt. Das ist genauso, wie wenn das österreichisches Kennzeichen wäre, da ist kein Unterschied. Ist nur so, wenn die lange, lange Zeit vergeht, werden die dann zurückgeschickt in das Land, wo die Kennzeichen ausgegeben wurden. Der Rest kommt dann mit der Post zu Ihnen nach Hause, ja, mit dem Erlagschein. Okay. Okay, gut, gut. Danke auch, tut mir leid, gell? Danke, wiederschauen. In dem Fall ist es so, dass der Lenker einen Wohnsitz in Österreich hat. Das heißt, es wird ihm die Strafe zugestellt. Hätte er das nicht gehabt, dann hätten wir müssen eine Sicherheitsleistung einheben in einer entsprechenden Höhe, wie halt angemessen der Anzeige, die da gekommen wäre. Und mit dem wäre dann die Sicherheit da, dass das auch irgendwie dann verfolgt werden kann. Österreichisches Zugfahrzeug, ausländischer Anhänger ist verboten. Sofort wird das Auto mit österreichischem Kennzeichen und einem Anhänger mit ungarischem Kennzeichen, das von Karin entdeckt wurde, angehalten. Das habe ich nur ausgebaut für morgen. Sie dürfen nicht fahren damit. Das habe ich nie gehört. Ja, jetzt hören Sie es, aber da muss man sich vorher erkundigen. Das ist verboten.
Ja, das darf man nicht. Sie dürfen fahren mit einem ausländischen Zugfahrzeug und einem österreichischen Anhänger, aber nicht mit einem österreichischen Zugfahrzeug und mit einem ausländischen Anhänger. Das darf nicht sein. Ja. Uns ist das Fahrzeug aufgefallen, jetzt beim Vorbeifahren, weil nämlich das österreichische Zugfahrzeug einen ausländischen Anhänger zieht. Und das ist verboten. Da braucht man ein Huckepack-Kennzeichen, heißt das. Das ist eine rote Tafel. Das gibt es auch zum Beispiel bei den Fahrradträgern. Wenn man die österreichische, wenn man die Kennzeichentafel verdeckt mit dem Fahrradträger, gibt es eine rote Tafel dazu. Und das ist, wäre bei dem Anhänger auch notwendig. Dann bleibt das, der Anhänger zugelassen, in dem Fall auf ungarische Tafeln. Aber hat vom Zugfahrzeug die rote Tafel hinten als Kennzeichen, damit man sieht, zu welchem Zugfahrzeug gehört es. Er darf auf jeden Fall so nicht fahren. So ist es. Was er sich jetzt da überlegt, weiß ich nicht. Vielleicht hat er, weil er es ausgeborgt hat, den Anhänger von einem Kollegen, vielleicht hat der passendes Zugfahrzeug, ein ungarisches dazu, dann können sie weiterfahren damit. Die umgekehrte Konstellation ist erlaubt, aus dem Grund, weil einfach dann am Anhänger ohnehin ein österreichisches Kennzeichen dafür ist. Sprich, wenn jetzt das Kfz in ein Radar zum Beispiel hineinfällt, dann ist das letzte Kennzeichen, das er sieht, ein österreichisches und der Angezeigte ist dann greifbar, weil ja der Anhänger natürlich auf irgendwem zugelassen ist. Ich habe schon mehrmals Waren auch geliefert, weil dann musste ich auch von Shoplung von meinem Lieferanten. Ja, es ist verboten. Mit dem. Sag es Ihnen nochmal. Dann machen Sie Anzeige. Ja, mache ich. Aber weiterfahren dürfen Sie nicht, gell? Ich muss nach Hause bringen. Ja, Sie müssen, ja, Sie müssen. Was Sie müssen, weiß ich nicht, aber Sie dürfen so nicht fahren. Wo soll ich lassen? Na, das hätten Sie sich ja vorher erkundigen müssen. Das rote Huckepack-Kennzeichen bekommt man bei der Zulassungsstelle. Der Lenker zeigt sich weiterhin nicht einsichtig. Es ist so, dass man daher nicht glaubt, dass das nicht erlaubt ist. Es bleibt mir jetzt nichts anderes über, als dass ich einmal Anzeige schicke. Er wollte seinen Anwalt anrufen, der schläft aber leider schon. Dann wollte er fragen, ob das so ist. Nachdem wir keine Bibliothek mit Gesetzesbüchern mitführen, kann ich es ihm jetzt auch da nicht zeigen. Also es wird leider dann für ihn mit einem kleinen Beitrag für die Behörde enden. Gleiches gilt vermutlich für einen Autofahrer, der sein Fahrzeug verbotenerweise vor einer Einfahrt geparkt hat. Wir sind jetzt von der Funkstelle hergerufen worden, weil wir einen Aufforderer da haben, dessen Einfahrt verparkt ist. Das ist jetzt nämlich genau da. Und das Fahrzeug, wenn wir den Lenker jetzt nirgends irgendwo auf kurzem Wege eruieren können, werden wir den jetzt abschleppen lassen. Wir bekommen ja immer mit dem Einsatzblock auch die Telefonnummer des Aufforderers oder der Aufforderin. Die Dame habe jetzt angerufen, dass sie zu uns runterkommen möge, da wir ja die Daten von der Dame brauchen, als Aufforderin, als Zeugin, mit was für ein Auto sie rausfahren möchte, weil wir das im Anzeigenformular brauchen. Und die Dame hat jetzt zugesagt, dass sie runterkommt. So, grüße Gott. Grüße. Sie wollen da reinfahren, gell? Ja. Oder Sie wollen raus oder reinfahren, eins von den zwei? Ich will reinfahren. Ja. Also wir wollen. Darf ich Ihnen ein Kennzeichen wissen? Dann muss ich mir da kurz anlegen. Ja, dahinter gleich? Ja. Das ist aber Glück, dass Sie da einen Parkplatz gefunden haben. Ja. Ja, einen schönen guten Abend. Ich müsste Sie kurz mit einer Kfz-Anfrage inklusive M48 belästigen, bitte. Ich mache jetzt über Funk eine EKIS-Anfrage, ob das Auto ausgeschrieben ist. Gleichzeitig mit der EKIS-Anfrage wird nachher die M48 verständigt, die das Auto nachher nach Simmering verschafft. Ich habe jetzt die M48 verständigt. Ja. Ich kann aber natürlich nicht sagen, wie lange es dauert. Okay. Gell? Also es kann von 20 Minuten bis 1,5 Stunden alles sein. Okay. Super, danke fürs Runterkommen. Danke. Ja, danke, schönen Abend, wiederschauen. Die Abschleppgebühren bleiben natürlich beim Verursacher, das sind in etwa 250 Euro. Dazu bekommt er dann natürlich noch die Anzeige wegen Falschparken. Das ist witzig, das. Was glaubst du, wie viele Autos da drin stehen? Eins? Ja. Na schau. Wie das war's? Na was, du kennst dich aus. Ja. Schaust hier und was das. Ja. Nicht nur ihre Einsätze halten Karin und Christian im Nachtdienst auf Trab, sondern auch regelmäßige Foto- und Autogrammwünsche. Für wem soll man denn drauf schauen? Für mich. Für mich? Für mich. Marcel. Marcel. Ja. Wollen Sie auch eins? Ja, bitte. Ja. Wollen Sie die Oma eins? Na sicher, wir haben genug mit. Was gefällt euch denn an Karin und Christian? Warum schaut ihr denn gern die Sendung? Es ist leibend. Warum? Könnt ihr uns erklären, warum? Oder was gefällt euch besonders? Die ja, Uniform also, ist so fesch, gell? Ja, nein, also, sie sagt eigentlich alles korrekt und so wie sie es eigentlich. Es gibt immer wieder eigentlich lustige Sachen, wo man jetzt mit Fans jetzt in Kontakt kommt. Unlängst war
ein Pärchen da, die eigens zum Zwecke des Besuches von Vorarlberg angereist sind. Also da hat die Frau den Besuch ihren Mann als Geburtstagsgeschenk gemacht, als Überraschung gemacht. Und wir haben dann ganz nett bei Krapfen und Kaffee geplaudert und waren wirklich sehr, sehr nette Personen und war echt ein netter Besuch und hat mich wirklich sehr gefreut.